30 Jahre akademische Werkstätten in Forst. Da feiert man doch am besten. Und so geschah es auch am Sonntag im Jägerhaus. Mit einer Ausstellung von Bildern des bereits im Jahr 2000 verstorbenen Künstlers Karl Peter Muller, kurz KPM, wurde dessen Schaffen gewürdigt. KPM studierte bei Oskar Kokoschka und Xaver Fuhr und ist Gründer der Akademischen Werkstätten, einem Kunstverein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das künstlerische Erbe Karl Peter Mullers zu erhalten und Kunst im Allgemeinen zu fördern, und der seinen Sitz seit 2013 in Forst hat. Neben den Grußworten und der Einführung wurde der Vormittag von den Musikern und Weggefährten KPMs begleitet und die Gäste unterhalten. Wir nutzen die Gelegenheit für ein Gespräch mit den anwesenden Gästen und Verantwortlichen. Ich kenne die Gegend eben halt aus meiner Studienzeit in Maximiliansau, und darüber habe ich heute auch hier gesprochen. Also deshalb, der Verein ist eigentlich vor 40 Jahren gegründet worden und nicht erst vor 30. Das war dann die Gemeinnützigkeit, die dann anerkannt wurde. Und ein Verein lebt eben halt von den Menschen. Und wir waren damals auf dem Gelände, wurden von KPM unterrichtet. Und das war eine wunderbare Studienzeit, auf die ich sehr gerne zurückblicke. Also es wird hier alles gemacht. Musiker, Bildhauer, Maler. Und das Hauptgewicht ist, dass junge Kunst gefördert wird. Einfach Kunst generell. Heute ist der Tag, wo man nochmal KPM als Mensch nochmal wieder hochholt aus den Herzen und aus den ganzen Geschichten und Erinnerungen. Und deshalb finde ich, dass 30 Jahre ein sehr guter Zeitpunkt sind, ein umfassendes Porträt nochmal zu zeigen, auch mit Filmen, und die Leute von früher zu treffen, die auch wirklich heute angereist sind, weshalb ich wirklich etwas angefasst war, auch wenn man Leute so viele Jahre nicht gesehen hat und sich kaum wieder erkennt. Aber alle haben nach dem Studium eine künstlerische Laufbahn eingeschlagen. Das ist schon was ganz Bemerkenswertes.